Boah, Rafi, hallo? Ja, du hast mir meinen Schlaf geraubt. Ich hab dir deinen Schlaf geraubt? Ja, du hast ihn mir gestohlen. Wenn du nachts, das machst du den ganzen Abend zu spät. Ich hab genau gesehen, wenn du ins Bett gegangen bist, in WhatsApp hier. Ja, ja. Rafi, ich hab's ganz genau gesehen, hast du irgendwie wieder Computerspiele gespielt. Nein, aber ja. Es hat so Spaß gemacht. Es hat so Spaß gemacht. Ja, aber... deswegen kann es trotzdem losgehen. Genau, deswegen kann es trotzdem losgehen. Ich würde sagen, Kinder, vielleicht seid ihr auch noch müde daheim, aber ich würde jetzt sagen, dann lass uns jetzt mal kurz hier so ein bisschen Power-Stretch machen, okay? Und eins, zwei, boah, du bist so schnell. Und jetzt noch machen wir noch zwei Hampelmänner. Und jetzt bist du schwach, oder? Jetzt bist du fresh. Yes, jetzt kann es losgehen. Dann lass uns doch mal direkt mit einem Power-Gebet reinstarten lassen, Kiko, oder? Direktes Power-Gebet, das ist gut. Sehr gut, dann fangen wir an. Ja. Danke, Jesus, für die Power, die du uns gibst. Und dass heute Sonntag ist und dass wir in der Bibel lesen können und dass, wenn wir da drin lesen, dass es uns Power gibt für unseren Glauben und dass wir heute auch wieder was hören dürfen aus der Bibel. Amen. Amen. Hey, und jetzt würde ich sagen, dass es noch richtig powervoll weitergeht, geht es nämlich mit unserem coolen Worship weiter. Und deswegen, Kinder, ich würde euch ermutigen, steht doch auf und tanzt einfach mit. Geht steil bergauf. Danke, Jesus, dass du mein Freund bist. Jesus, mich nie allein lässt. Unsere Freundschaft macht mich stark, so dass ich dann für dich, Jesus, mutig alles geben kann. Jesus, für dich liebe ich mit ganzem Herzen und aller Kraft. Folge dir. Deine Liebe lässt mich leben, deshalb lebe ich all das nur mit dir. Oh, 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 voll Gas mit Jesus. Oh, 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 ich lebe mit dir. Oh, 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 voll Gas mit Jesus. Oh, oh, oh. Ich leb mit dir. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Dass du mein Freund bist. Dass du mein Freund bist. Dass du, Jesus. Dass du, Jesus. Mich nie allein lässt. Mich nie allein lässt. Unsere Freundschaft. Unsere Freundschaft. Macht mich stark, so dass ich dann. Macht mich stark, so dass ich dann. Für dich, Jesus. Für dich, Jesus. Mutig alles geben kann. Mutig alles geben kann. Jesus, für dich liebe ich mit ganzem Herzen. Und alle Kraft, ich folge dir. Deine Liebe lässt mich leben, deshalb lebe ich voll ganz nur mit dir.
von links nach rechts. Ihr könnt es auch perfekt. Klatsch in die Hände jetzt. Wir spielen von links nach rechts. Ich will dich sehen, wie du tanzt, wie du lachst und sprichst. Du kannst es auch. Scheiß auf, zeig mir, wie du singst. Meine schönen neuen Nägel an. Der sieht ja krass aus. Gell? Wie lange hast du denn dafür gebraucht? Das heißt Nail Extension. Nail Extension? Mhm. Ist ganz, ganz in. Richtig. Okay, nehme ich was beiseite, oder? Ich habe mir ein Ohrring gemacht. Habe ich das hier wirklich ein Loch stechen lassen? Zeig mal her. Au! Boah! Ja, das tut ganz schön weh, muss ich sagen. Boah, das steht ja so. So eine Wäscheklammer hat richtig Power. Mal, hier oben auch noch so ein. Au! Ja, ja. Doch, Kids, ihr erahnt es wahrscheinlich schon, wenn wir hier immer sowas dabei haben, dann wisst ihr, okay, das hat was mit unserem Symbol des Tages zu tun. Genau. Nämlich, heute geht's um die Wäscheklammer. Genau. Und zwar, egal welche Farbe, ja, egal wie viele, ihr müsst sie ab jetzt, müsst ihr alle zählen, die hier in dem ganzen Online-Kegel so vorkommen. Und dann könnt ihr eure Lösung, unten ist nämlich so ein Gewinnspielformular, das könnt ihr ausfüllen und uns zuschicken. Und dann im Laufe nächste Woche werden wir dann auf jeden Fall den Gewinner bekannt geben, oder? Nein, Corinna, das ist doch ganz, ganz neu. Es gibt kein Video mehr unter der Woche, sondern es gibt ein Video im Kigo. Stimmt, es gibt ein Video im Kigo. Und ein Video im Kigo. Das haben wir jetzt nämlich ganz neu. Und zwar wird jetzt jeden Sonntag sogar in unserem Kigo sonntags bekannt gegeben, wer bei uns im Gewinnspiel gewonnen hat. Ja, und letzte Woche ging es ja auch schon darum. Und ihr könnt jetzt den Gewinner sehen. Und zwar kommt jetzt. And the winner is... Herzlichen Glückwunsch, du bist ein Gewinner. Way! Super, da fällt mir glatt die Wäscheklammer aus. Voll das Gesicht. Herzlichen Glückwunsch und seid heute mit einem richtig coolen Überraschungsgeschenk rechnen. Ich glaube, ich mache auch mal beim Gewinnspiel mit. Vielleicht kriege ich dann auch so ein cooles Paket. Ich finde die Geschenke immer so cool. Am liebsten würde ich da auch mal selber mitmachen. Grüße gehen raus an die es immer packt. Vielen Dank dir. Ja, das ist großartig. Genau. Und ich würde jetzt mal sagen, jetzt starten wir auch direkt weiter. Und zwar geht es mit einem richtig coolen Theater los. Wir haben nämlich letzte Woche eine neue Reihe gestartet. Ja. Und Kids, ihr könnt gespannt sein, es geht auch diesen Sonntag wieder richtig spannend weiter. Und auch in unserer Andacht, ich würde sagen, wir haben richtig viel vorbereitet. Ja, das ist ein richtig spannendes Thema heute. Mhm. Ich glaube, das kennt viele von euch Kindern. Bist du schon verraten? Nein, natürlich nicht. Der Raffi verrät es natürlich. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich auch oft drauf. Bis gleich. Bis gleich. Thank you.
Staubkrümel und Räuberpickel. Ich habe hier in dieser Kiste nun durchforstet und sortiert. Aber der Rubin ist nirgends zu finden. Gregor hat ihn mir wieder vor der Nase weggeschnappt. Er ist so eine Räuberplage. Dieser Rubin gehört eindeutig mir. Dieser Halunke weiß den Wert eines echten Rubin doch gar nicht zu schätzen. Ich muss mir den Rubin zurückstehlen. Und diesmal werde ich es dem Grindelschmied so richtig zeigen. Ich werde den genialsten aller Pläne aushecken. Auf zum Ideensessel. Alex, wo bist du? Oh Mann. Alex ist einfach viel zu gut in Räuberverstecke. Was ist, wenn ich sie nie wiederfinde? Dann muss sie für immer versteckt bleiben und wird ganz staubig und alt und kriegt einen langen Bart. Ach was, du wirst sie schon noch finden. Sie kann sich ja nicht in Luft auflösen. Und was, wenn doch? Ach, komm, wir schauen mal zusammen. Vielleicht ist sie ja hier irgendwo. Oh Mann, also hier ist das drin hier? Ist sie nicht. Alex, bist du da drin? Erschreckt. Ihr hättet mal eure Gesichter sehen sollen, als hättet ihr ein Gespenst gesehen. Na, Luke, hast du denn die Hose gemacht? So sehr habe ich mich jetzt auch nicht erschreckt. Gib's zu, Ivy, das Räuberleben ist doch cooler, als du dachtest, oder? Naja, es ist schon ganz anders, als ich es gewohnt bin. Aber es ist auch richtig spannend und lustig mit euch. Aber so langsam kriege ich richtig Hunger. Wann kommt denn euer Papa wieder? Vielleicht ist er noch in den Laden gefahren, um uns was Tolles zu kaufen. Hä, aber er wollte doch nur kurz was zu essen stehlen. Warum sollte er noch in den Laden? Habt ihr eigentlich jemals in eurem Leben irgendwas gekauft? Nein. Ich bin wieder zu Hause. Hi, Pops. Ja, Essen. Wir haben Hunger haben Durst. Wer ist das? Eine Fremde in unserem Haus? Soll ich sie in den See schmeißen? Bist du eine von den... Rockenschild-Rotznasen, hä? Nein, das ist eine Räuberfreundin von Luke und mir. Wir haben sie zum Spielen eingeladen. Das soll ein Räuber sein? Ihr habt doch nie die Freunde zu Besuch. Und woher wisst ihr, dass die Brockenschild sie nicht geschickt hat? Hä? Wo ist mein Rubin? Bitte tun Sie mir nichts. Ich gehe auch nicht zur Polizei. Polizei? Rattenfressende Yetis! Warum solltest du auch? Bist du also doch eine Spionin? Was weißt du, hä? Ich werde dich dir also doch in den See schmeißen. Du kleine Möchtegern-Räuberin. Nein, sie ist keine Spionin. Sie kommt aus... Aus der Schweiz. Aus der Schweiz, genau. Und da sagt man sowas zum Spaß. Witzig, oder? Ja, und wir kennen ihre Familie. Die hassen die Brockenschild mindestens genauso wie wir. Genau. Na gut, dann schmeiße ich dich eben nicht in den See. Wie eine Räuberin siehst du wenigstens aus. Räuber aus der Schweiz. Was es nicht alles gibt. Aber geh weg, genug gespielt. Ich will endlich was essen. Ich habe einen Räuberhunger. Nein, das geht nicht, weil ihre Räubereltern auf Reisen sind und wir gesagt haben, dass sie ein paar Tage bei uns bleiben kann. Was sind das für Räubereltern? Na, egal. Meinetwegen soll die Ivy. Meinetwegen soll Ivy ein paar Tage bleiben. Aber danach verschwindest du wieder. Verstanden? Oh, war das lecker. Ah, da fällt mir ein. Ich hab dir noch was mitgebracht. Von meinem Raubzug. Gestohlen. Aus dem Laden an der Ecke. Ich hab gedacht, das könnte einem Räuberkind wie dir gefallen. Boah, Paps, das ist das Abgefahrenste, was du mir jemals mitgebracht hast. Wow. Cool, die sieht ja räubermäßig stark aus. Hast du auch was für mich mitgebracht, Pops? Leider nicht, mein Junge. Ich musste recht schnell weiter, weil der Ladenbesitzer hat ziemlich schnell die Polizei gerufen. Ach, schade. Aber nächstes Mal, da bringe ich dir was mit. Versprochen, großes Räuber-Ehrenwort. Bam, bam, ergib dich weg, Trockenschild. Gegen meine neue Steinschild hast du keine Chance. Oh, Alex, bitte pass auf, wo du hinschießt. Ach, keine Sorge, ich bin Profiräuberin. Sorry. Ha, nimm das und nimm das und nimm das. Wollen wir zusammen spielen? Räuber fangen auf alten Dielen. Nee, wir sind gerade beschäftigt. Schau mal. Ha.
Nimm das. Wollen wir nicht das. Was anderes spielen? Zum Beispiel Mensch, ärger dich. Nee, ich will gerade mit Rupert spielen. Du hast deiner Steinschleuder den Namen Rupert gegeben? Ja, das ist ein sehr passender Name, wie ich finde. Rupert? Wer gibt schon seiner Steinschleuder einen Namen? Ich bin die furchterregendste Räuberin aller Zeiten. Nimm das und das und das und das. Kann ich auch mal? Nein, ich übe gerade. Ha. Ha, ja. Auch nicht für ein bisschen? Nein, und jetzt lasse mich in Ruhe. Du bist so gemein. Mann, Alex ist so eine blöde Räuberbeule. Sie ist die ganze Zeit mit der Steinschleuder beschäftigt. Und mir hat Pops mal wieder nichts mitgebracht. Warum sollte er auch? Er hat Alex eh viel lieber. Diese Steinschleuder ist für echte Räuberkinder. Und ich? Oh, was haben wir denn da? Emil die Ente. Alex' erstes und liebstes Lieblingsspielzeug. Alex ist so beschäftigt mit Rupert, da wird es sie bestimmt nicht stören, wenn ich nicht mit ihr baden gehe. Obwohl, ich mag gar kein Baden. Egal, jetzt bist du mein erstes gestohlenes Spielzeug. Oh Mann, wenn Alex das mitkriegt, dann gibt's wieder den Megastreit. Jesus, was soll ich nur tun? Luke, ich bin fertig mit Üben. Jetzt können wir Räuberfange spielen. Luke, wo ist er denn hin? Ah, vielleicht ist er draußen. Am besten, ich lege Rupert zu Emil dazu. Was? Emil? Aber ich habe ihn doch genau hier hingelegt. Hier ist er nicht mehr. Wo kann er denn? Oha. Bestimmt hat ihn das Stinkehirn Luke geklaut. So ein Fiesling. Na warte, dem werde ich's zeigen. Krieg. Können wir das Ganze nicht einfach vergessen und lieber was zusammen spielen, wenn ich schon nicht nach Hause darf? Mit dieser überheblichen Schleimbacke will ich sowieso nicht spielen. Gut, ich will nämlich auch nicht mit dir spielen. Du bist ein Verräter. Und du eine Schleimerin. Nur deswegen hast du Rupert bekommen. Du bist ein großer Tollpatsch. Rupert wäre in deinen Händen nur kaputt gegangen. Stinkewurst. Tümpelräuber. Oh Mann, das ist doch blöd. Neid macht so viel kaputt und einander bestehlen erst recht. Hä? Wir stehlen doch die ganze Zeit. Wir sind Räuber, schon vergessen? Macht es euch Spaß, so zu leben? Andauernd muss man Angst haben, dass der eine einen bestiehlt. Und andauernd hat man Angst, dass der eine etwas Besseres bekommt als man selbst. Ist das schon wieder so ein komisches Gebot-Dings aus deinem alten Buch? So ungefähr, ja. Es steht im Alten Testament. Warte. Hier. Echt? Sowas steht in dem alten Buch? Aber woher weiß der, der das geschrieben hat, wie es uns geht? Puiuiui, wie geht es denn da ab bei den Räubers? Oh Mann. Also so schlimm ist es bei mir, glaube ich, nicht. Und ich denke, bei dir daheim auch nicht. Ich war in der zweiten Klasse, als die Geschichte passiert ist, die ich dir heute erzählen möchte. Als ich in der zweiten Klasse war, da gab es ein Mädchen in meiner Klasse, die hatte nagelneue, wunderschöne Würfel.
Und zwar nicht irgendwelche Würfel, nicht so ein wie hier, so ein bisschen ähnlich, sondern blaue Glitzerwürfel. Solche schönen Würfel habe ich noch nie gesehen und meine langweiligen Weißen daheim, die haben mir überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Auf die hatte ich keine Lust mehr, weil ich unbedingt solche tollen blauen Glitzerwürfel wollte. Und deswegen habe ich was gemacht. Ich bin hin in der Schule, habe mir die Würfel heimlich genommen, dass es niemand gesehen hat, und habe sie mitgenommen. Natürlich wusste ich ja, dass Klauen nicht so gut ist und dass man das nicht machen soll. Ich habe es aber trotzdem gemacht und habe gedacht, hey, ich trickse mich einfach selber aus und habe Folgendes gemacht. Ich habe die Würfel genommen und auf dem Heimweg nach Hause, nach der Schule, habe ich die Würfel fallen lassen, bin nochmal zurückgegangen und als ich dann wieder vorbeigelaufen bin, habe ich so gemacht, als ob ich die Würfel gesehen und gefunden hätte. Und dann ist es ja nicht so schlimm, oder? Und ich habe die Würfel mit nach Hause genommen und ich habe mich den ganzen Tag schon drauf gefreut, auf mittags, wenn ich mit den Hausaufgaben fertig war, denn dann wollte ich mit den Würfeln spielen. Und ich habe mich so gefreut und weißt du, was ich den ganzen Mittag gemacht habe? Ich habe kein einziges Mal mit den Würfeln gespielt. Ich hatte überhaupt keine Freude an den Würfeln. Irgendwie war das so ein total komisches Gefühl. Und ich wollte einfach nicht mit den Würfeln spielen. Ich habe was genommen, was mir nicht gehört. Und genau darum geht's heute. Heute geht es nämlich um das 7. Gebot von Gott. Um das Gebot, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht klauen. Oder, wie man es noch sagen kann, nimm dir nichts, was dir nicht gehört. Ich habe damals die Würfel genommen, obwohl sie mir nicht gehört haben. Ich habe geklaut. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ob ich jetzt noch oft klaue, dann glaube ich, dass es gar nicht mehr so oft ist. Damals mit den Würfeln okay, aber heute, das ist so, eigentlich klaue ich ja nicht wirklich. Eigentlich gehe ich jetzt nicht einfach in den Laden und stehle mir irgendwas und klaue mir irgendwas und nehme was mit, ohne dafür zu bezahlen. Und so wie die zwei Geschwister den Klaukrieg gemacht haben, das mache ich auch nicht. Also eigentlich ist das Gebot ja ein ziemlich einfaches Gebot, oder? Ich will dir ja jetzt ein paar Fragen stellen und du darfst laut Ja oder laut Nein sagen, je nachdem wie deine Antwort ist. Okay, bereit für die erste Frage? Die erste Frage ist, hast du schon mal etwas genommen, was dir nicht gehört? Die zweite Frage, die ich dir stellen mag, ist, gehst du manchmal in ein Geschäft und nimmst dir da einfach was mit, ohne dafür zu bezahlen? Hast du schon mal die schönen Spielsachen von deinen Freunden einfach heimlich mit nach Hause genommen, weil du auch damit spielen wolltest, aber ohne zu fragen? Die vorletzte Frage, die ich dir stellen möchte, ist, gehst du manchmal an den Geldbeutel von deiner Mama oder von deinem Papa und nimmst dir heimlich Geld raus? Und die letzte Frage, findest du es schwer, dich an das Gebot zu halten? An das Gebot, dass du dir nichts nehmen sollst, was dir nicht gehört? Vermutlich hast du ziemlich oft auf die Fragen mit Nein geantwortet, weil wir denken manchmal, dass das Gebot ein ziemlich einfaches Gebot ist, dass wir gar nicht so oft klauen und dass es gar nicht so schwer ist, sich daran zu halten. Und weil wir manchmal so denken, müssen wir mal richtig, richtig gut hinschauen. Und deswegen habe ich drei Fragen dabei, die ich mit dir mal gemeinsam angucken mag. Die erste Frage ist, warum sagt denn Gott überhaupt, dass wir nicht klauen sollen? Und was ist denn Klauen überhaupt? Und das Letzte ist, wie schaffe ich es denn, mich an dieses Gebot zu halten? Lass uns mal die allererste Frage anschauen. Warum sagt Gott überhaupt, dass wir nicht klauen sollen? Hey, Gott beschenkt dich mit ganz, ganz vielem. Er beschenkt dich mit Essen, das sind wunderschöne Blumen um uns herum. Du hast Mama oder Papa oder vielleicht sogar beide und du hast unheimlich viele Spielsachen, vermutlich viel mehr Spielsachen, als du gleichzeitig benutzen kannst. Und wenn
du dann irgendwas klaust, was dir nicht gehört. So wie ich damals die Würfel, da habe ich nämlich was gemacht. Da habe ich gesagt, hey Gott, du willst nicht, dass ich diese Würfel habe. Du freust dich überhaupt nicht, wenn ich solche tollen Würfel habe. Und weil du mir die nicht schenkst, mache ich es halt selber und nimm sie mir. Ich habe nicht Gott geglaubt, dass er es gut mit mir meint und dass er mir die Sachen gibt, die ich brauche. Aber Gott sagt, hey, ich gebe dir so viel, ich beschenke dich mit so vielem, was du brauchst. Da musst du dir doch gar nicht Sachen nehmen, die dir nicht gehören. Vertraust du mir, dass ich dir die Sachen gebe, die du wirklich brauchst? Und Gott weiß, dass uns geklaute Sachen überhaupt nicht glücklich machen. Er weiß, dass es uns danach schlecht geht. Und weil er uns so, so sehr lieb hat, sagt er, hey, ich möchte nicht, dass du dieses Gefühl hast. Hey, ich möchte nicht, dass du klaust, weil das tut dir nicht gut. Das macht dich nicht glücklich. Aber was ist denn jetzt überhaupt klauen? Wir wissen, klauen ist, dass man etwas nimmt, was einem nicht gehört. Aber klauen ist so viel mehr. Klauen ist zum Beispiel auch, wenn du ein Gummibärchen mehr nimmst, als du eigentlich machen darfst oder sollst. Klauen ist auch, wenn du abschreibst von deinem Nachbarn die Hausaufgaben, denn dann klaust du die Gedanken von jemand anderem und tust so, als ob sie dir selber gehören, als ob das deine Gedanken waren. Klauen fängt oft schon mit einem Gedanken im Kopf an. Und zwar, wenn du denkst, das will ich unbedingt, oh Mann, der hat's gut, das möchte ich auch haben. Und ganz ehrlich, wenn ich das anschaue und mir das überlege, oh oh, diesen Gedanken, den habe ich schon oft gehabt. Nicht nur damals mit den Würfeln, sondern auch heute noch als erwachsene Marina. Und wenn ich mir das so anschaue, dann weiß ich, ich glaube trotzdem noch. Das ist nicht was, was ich jetzt schon lange nicht mehr mache, sondern ich glaube leider immer noch heute. Aber wie schaffe ich das denn jetzt, mich an das Gebot zu halten? So einfach ist es doch überhaupt gar nicht. Glaubst du denn, dass Gott es gut mit dir meint und dass er dir das gibt, was du brauchst? Und wenn du da laut Ja sagen kannst, dass du das glaubst, dann hast du schon ganz, ganz viel geschafft, um dich an das Gebot zu halten. Denn dann gibt es ja überhaupt gar keinen Grund mehr, sich was zu nehmen, was dir gar nicht gehört. Denn du weißt, Gott gibt dir die Sachen, die du brauchst. Du brauchst dir nicht selber Sachen zu nehmen, die dir nicht gehören und sowas zu klauen. Aber vielleicht sagst du auch, oh Mann, Marina, ich find's echt schwer, damit aufzuhören. Oder ich find's echt schwer, mich da immer wieder zu erinnern, dass ich nichts klauen soll, dass ich nicht was nehmen soll, was mir nicht gehört. Dann kannst du das Gott sagen. Und Gott möchte dir helfen, dass du dich daran halten kannst. Vielleicht sagst du aber auch, ja super Marina, jetzt habe ich ganz viel gehört davon, aber eigentlich glaube ich trotzdem immer noch nicht. Dann kannst du mal was ausprobieren. Du kannst Gott fragen, ob er dir zeigen kann, wo du vielleicht was klaust, ohne dass du das selber merkst. Manchmal merkt man das nämlich gar nicht unbedingt, dass man da gerade eigentlich was gestohlen hat und dass es eigentlich gar nicht so wirklich gut war. Gott will dir helfen, dass du dich mehr und mehr an das Gebot halten kannst. Denn Gott hat dich so unendlich lieb. Er meint's gut mit dir und er sagt, hey, vertraust du mir, dass ich dir das gebe, was du brauchst. Denn dann musst du ja gar nichts mehr nehmen, was dir nicht gehört. Ich will noch beten und wenn du magst, darfst du auch deine Hände falten und mit mir mitbeten. Lieber Gott, ich find's gar nicht so einfach, das Gebot. Manchmal denke ich, dass ich das schaffe und dass ich nicht wirklich noch was klau. Aber ich merke, dass ich ganz schön oft denke, dass ich was Bestimmtes haben möchte. Gott, ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass ich dir vertrauen kann, dass du es gut mit mir meinst und dass du mich beschenkst mit allem, was ich brauche. Bitte hilf mir, dass ich aufhöre zu klauen und zeig du mir auch, wo ich Sachen klaue, ohne dass ich es merke. Bitte verzeih mir auch die Sachen, wo ich schon geklaut habe, obwohl ich weiß, dass es nicht gut ist.
Danke, dass du mich lieb hast und danke, dass du es unendlich gut mit mir meinst und mit jedem einzelnen Kind, das heute zuschaut. Danke, dass du da bist, Gott. Amen. Also, um ehrlich zu sein, hätte ich meine Ukulele schon gern wieder. Und meine Finger frieren auch. Ich weiß sowieso nicht, wie man das Ding spielt. Hier. Und ich hätte gern mein Salamibrot wieder. Also, das habe ich leider schon gegessen. Sorry. Egal. Ich kann mir ja wieder ein neues machen. Schau mal, Klubschi kannst du auch wieder haben. Oh, danke. Und Rupert kannst du auch wieder haben. Rupert, hier, dein Handschuh. Und Emil. Emil. Räubermäßig stark. Weißt du was, Luke? Wir können uns Rupert teilen. Es ist schon ein bisschen gemein, dass du nichts von Pops bekommen hast. Oh, das ist richtig cool. Danke. Teilen ist besser als stehlen. Neid ist blöd, es wird mir nicht fehlen. Ivy sollte das Buch hat recht. Ich glaub, das bringt was echt. Sadale! Ja, cool! Das war mal eine richtig coole Andacht, oder? Ein neues Gebot, du sollst nicht stehlen. Mhm. Ist schon ein wichtiges Gebot, ne? Ja, also voll. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir machen jetzt mal so gerade das Gegenteil. Und zwar heißt dieses Spiel... Klau alle Wäscheklammern. Ah, okay, aber das darf, also wenn es erlaubt ist mit dem Spiel oder so, genau. Dann ist okay. Es gibt auch manche Spiele, da muss man ja von den anderen was klauen oder so. Ja, aber wenn es eben nur ein Spiel ist. Deswegen, da ist okay. Aber wie geht es, Corinna? Und zwar, jeder von uns hat so 10 Wäscheklammern an sich. Ja. 10 Stück. Und wir haben, ich würde jetzt mal sagen, 15 Sekunden, ne? 15? 15 Sekunden, weil das ist relativ lang, weil ich bin Flux, weißt du, ich habe den 3 Sekunden weg. Und wer als erstes bei dem anderen alle Wäscheklammern geklaut hat, der hat gewonnen. Alle, in ja. 15 Sekunden. In 15 Sekunden, genau. Ich würde sagen, auf die Plätze, fertig, los. Okay, Raffi, du machst es mir zu leicht, Wo sind denn die? Ja, siehst du mal. Hey. Ich glaube, 15 Sekunden sind um. Hey! Okay, stopp. Okay, also ich Raffi, wie viele hast du? 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Guck mal, das hier, warte, ich habe hier noch einen gehabt. Ich hatte hier einen Haar. Ein Haar noch. Ich habe die richtig gut versteckt. Ja, tatsächlich, da habe ich auch noch einen. Ja. Seht ihr mal, das ging ganz knapp für mich aus. Ja. Aber ich würde sagen, ich starte mir mal mit Markus durch. Der hat nämlich auch noch richtig coole Spiele für uns vorbereitet. Und ich würde sagen, wir machen die auch mit, oder Raffi? Auf jeden Fall machen wir die auch mit. Und ihr könnt die daheim nämlich auch mitmachen. Los geht's. Servus, schön, dass ihr da seid. Wir spielen heute wieder ein Spiel und ich habe hier schon Smarties vorbereitet. Bei mir Sex und beim Raffi Sex. Aber der Raffi fehlt noch! Raffi ist da! Yes! Cool, ey. Und zwar spielen wir ein Spiel. Und zwar würfeln wir abwechselnd. Und alle geraden Zahlen, also die 2, die 4 und die 6, da darf ich einen Smartie essen. Wow. Und bei der 1, der 3 oder der 5 darfst du eins essen. Und wer als erstes seine weg hat, okay? Ah! Der hat gewonnen, okay? Ja. Du darfst anfangen. Ich würfel eins für mich. Eine 4. Eine 6. Eine 2. Das geht ja nicht. Eine ja. Langweilig. Eine 2. Nee, ich bin ein super Spiel, ich kann mich einfach spielen. Ja. Eine 1. Ich hole auf. Eine 4. Ich habe jetzt immer nur deine gewürfelt. Ich habe noch eins. Nein. Komm, Raffi, und auf. Ja. Oh nein. Eine 6! Die haben gewonnen. Sehr gut. Auch das ist ein Spiel. Könnt ihr jetzt noch ein Spiel mit der Liste. Eine 6, ich darf noch mal eins öffnen. Da von mir, Alter. 1, 2. Hier. Heute spielen wir Super Mario. Super Mario geht so, ihr seid Super Mario und Super Mario rennt und sammelt Sterne und springt auf Feinde drauf. Und das werden wir tun. Ich mach's vor, ihr macht's nach. Und ganz am Schluss kommt der übelste, krasse Gegner Bowser und auf Bowser hüpfen wir 10-mal drauf, okay?
Seid ihr bereit? Alles klar, dann geht's los. Let's go! Und Gegner! Und weiter geht's. Und Bonuspunkt. Und Gegner. Und Bonuspunkt. Und Gegner. Und weiter. Und Bonuspunkt. Und zwei Bonuspunkte hintereinander. Eins, zwei. Und weiter geht's. Und zwei Gegner. Eins, zwei. Und ein bisschen Tunnel. Tränen im Tunnel. Tränen im Tunnel. Andersrum Tränen im Tunnel. Pause im Tunnel. Und Action im Tunnel. Und wieder raus aus dem Tunnel. Oh, ganz schnell. Ganz schnell. Drei Bonuspunkte. Eins, zwei, drei. Und da hinten sehe ich schon den Endgegner. Wie oft müssen wir drauf hüpfen nochmal? Stimmt, 10 Mal. Also, seid ihr bereit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bleibt dran. Boah, ey, der Markus, der hat's auch immer wieder drauf, oder? Auf jeden Fall. Wer weiß denn, wie unser Markus denn heißt? Das haben wir schon lange nicht mehr gesagt, oder? Quatschkopf-Markus. Quatschkopf-Markus, haben wir das gesagt? Nein, Spielemaster-Markus. Unser Spielemaster-Markus, der freut sich nämlich auch jedes Mal, wenn ihr mit ihm die Spiele macht und auf das coole Feedback, weil wir haben schon ganz viele E-Mails und Nachrichten von euch bekommen, dass ihr es immer wieder richtig cool findet, was der Markus so für Spiele den hat. Mhm, ja. Genau. Und Corinna, nicht nur Markus finde ich cool, auch nicht nur, dass wir nicht stehlen sollen, sondern auch deine Nails finde ich cool. Hast du jetzt auch mal Nail-Extensions gegönnt, Raffi? Ja. Sieht schick aus. Oder? Schick. Ich zeig das meiner Mama nachher. Kriegst du mal, was sie davon meint, gell? Ja, vielleicht will die das dann auch haben. Ah, wer weiß, wer weiß. Doch, coole Sache. Coole Sache. Und wir fanden es auch natürlich richtig cool, dass ihr wieder mit dabei wart. Also denkt dran, alle, die am Gewinnspiel mitgemacht haben, schickt uns eure Antworten, wir freuen uns drauf. Ja. Und ansonsten, ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag allerspätestens. Und ich bete noch zum Abschluss. Sehr schön. Jesus, danke für diesen Morgen und für all die Freude und den Spaß, den wir hatten. Danke für die Dinge, die du uns in der Bibel sagst und die gut für uns sind, wenn wir die auch befolgen. Danke für Corinator und dass wir so viel Freude im Kieber haben. Amen. Amen. Und ich würde sagen, wir sagen tschö mit Ö. Tschüssi. Staubkrümel und Räuberpickel. Ich muss mich noch mal kurz konzentrieren. Was sage ich alles? Mann, Alex ist so eine Sorry. Ach, du hast deiner Steinschleuder den Namen Rupert gegeben? Entschuldigung. Luke, ich bin fertig mit Spielen. Ich bin fertig mit Spielen, ich bin fertig mit Üben, Entschuldigung. Gib's zu, Ivy. Das Räuberleben ist doch cooler. Ach so, oh. Hast du das vergessen? Ja. Nein, es wird, es wird mir nicht fehlen. Ivys altes Buch hat recht. Oh, die ist richtig verstimmt. Neid ist blöd, es wird mir nicht fehlen. Ivys.